Hallo Trainer und willkommen auf meinem Kanal. Im heutigen Video würde ich gerne was Cooles ausprobieren und zwar Schlurp hier als Safe Switch. Normalerweise spiele ich das Ding in der Führung und jetzt mal als Safe. Und ich würde das Ganze in so einer Art ABB-Team versuchen. Hinten zwei Pokémon mit einer Kampfschwäche, vorne die gute Antwort dagegen. Und ich denke, dass das gar nicht so schlecht ist. Ich möchte mit Schlurp was rauslocken, das danach mit Meditales besiegen und hoffen, dass der Gegner keine Antwort mehr bei Mautzinger hat. Das wäre so der Plan, ne? Wir haben vorne eine Geistschwäche, hinten gute Antworten. Schlurp ist halt Normaltyp. Sehr, sehr gut dagegen. Mautzinger mit Dunkelklaue. Und Schmarotzer ebenfalls sehr, sehr gut. Das Ganze probieren wir einfach mal aus. Wenn du solche Teams oder generell nichts zu Pokémon Go verpassen möchtest, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du ein Abo da lassen könntest. Das supportet mich wirklich extrem. Und wenn du dabei bist und Bock hast, auch gerne einen Kommentar in die Kommentarsektion, denn das triggert den Algorithmus so ein bisschen an und ja, nicht nur in Pokémon Go gibt es einen, auch bei YouTube und das unterstützt mich wirklich, Dankeschön. Und ich denke, wir fackeln gar nicht mehr so lange, na komm schon, let's go. Ich spiele selten Meditales in der Führung. Das würde ich jetzt gerne mal ausprobieren. Es gab eine Zeit, da habe ich das kontinuierlich mit Steigerungshieb gespielt. Und Ice Sweep kann man machen, immer noch gut, aber in der Führung würde ich dennoch auf Psychokinese gehen. Ja, ist besser, denn man braucht das gegen andere Meditales oder auch gegen Asu. Von daher, ich muss mal gucken, wenn das Charm hat, muss ich raus. Bei Pulverschnee könnte man in Erwägung ziehen, drin zu bleiben. Und es hat Charm, wir gehen raus und gehen erstmal hier raus, das müssen wir gucken. Wir haben hinten noch ein Stahl-Pokémon, das hat Bock gegen dich zu kämpfen. Das hier sieht nämlich für uns nicht so schlecht aus. Ich hätte gerne die Attacke gedrückt, weil du wirst jetzt einsetzen und dann einfach rauswechseln. Kann ich euch sagen, das wird passieren. Oh, eins, zwei, wenn ich jetzt einsetze, kannst du nicht rausgehen, denn das Witzige an der Geschichte, du hast einen Dreizug-Move, ich mit Schlecker einen Einzug-Move, also kann ich alles so timen, dass du nicht wegkommst. Und ich schaffe vor dir nochmal eine Attacke und das ist wirklich gut. Zack, einsetzen, kein Gleichstand, perfekt. Alles klar, sauber, okay. Wir können danach runterfahren mit Mautzinger. Brauchen wir eigentlich dann auch nichts mehr zu befürchten, ne? Doppelschild. Du willst unbedingt den Wechsel haben, weil du hinten schwach bist. Okay, schade, dass du nochmal so viel Farm bekommst. Ich gehe mit Mautzinger rein. Zack, wir haben hier die Resistenz gegen Eis und eine Resistenz gegen Psycho. Ich würde, glaube ich, dennoch einmal reinschilden, denn wir halten nicht viel aus, wirklich nicht. So, runterfarmen. Bitte schaff keine Attacke mehr. Bitte nicht. Ich würde... Oh, das ist wichtig. Das ist Schmack auf Mautzinger. Wenn der Gegner keine Schilde hat, kann krass abgehen. Ich bin mal gespannt. Oh, Doppelschmarotzer hier rein. Doppelschmarotzer hier rein. Und dann wird spannend, was dein letztes Pokémon ist. Oh, das wird schmecken. Das wird richtig schmecken. Wie viel macht das? Hälfte? Nicht ganz. Okay. Zack, du kriegst die nächste. Und ich kann hier eigentlich drin bleiben, weil Dunkelklaue hier auch guten Schaden verursacht. Ist neutral, ja. Ist aber nicht zu verachten. Zack. Ich glaube, einmal Schilden runterfarmen ist es. Nicht mal. Ja, perfekt, noch besser. Mautzinger hat sich das gut. Ja, letztes Pokémon Trombok. Das wollen wir sehen. Hier die Attacke rein. Und danach rüber und mit einem Eissieb den Sack zumachen. Wir haben einen Energievorteil. Und noch ein Schild. Von daher sieht das nicht. Ja, du gibst auf. Sauber. Mautzinger war echt krass jetzt gerade, ne? Ich verstehe, warum man bei dem Team bei Mautzinger mit Volnona drin bleibt. Boah, der Schild war wichtig. Der war wirklich gut. Ja, schöne Sache. Ach, Schlurp hat mir gefallen, hat Schilde gezogen. Und das war optimal. Ich kann auch zu 100% verstehen, warum du keine Lust auf Schlurp hattest und da schon... Du hast da die Schilde gezogen, ne? Nicht mit Mautzinger. Was erzähle ich denn? Was erzähle ich denn? Boah, schön. Dass das Ganze so aufgeht, damit habe ich nicht gerechnet. In der Theorie, dieses T-Shirt, ne? In der Theorie klingt hier die Teams natürlich immer wieder geil. So, hier habe ich auch zwei Antworten. Ich muss hier nicht drin bleiben. Du hast Dunkelklaue, das ist nervig, das heißt, wir gehen rüber, holen schon mal ein bisschen was raus, zack, Volnona kommt rein. Ich müsste eigentlich versuchen, mir den Wechsel zu holen, damit ich mit Mautzinger gegen dich kämpfen kann. Das heißt, hier wieder einsetzen, um keine Dings zu ziehen, keine Schilde, nicht Schilde, um keine Züge zu verschwenden. So rum. So, okay, das ist guter Schaden.
Ich glaube auch nicht, dass du runterfahren kannst, oder? Ich werde jetzt einmal reinschilden. Du kommst gleich mit dem Schilden, denke ich, nicht nach und ich habe wahrscheinlich schon sehr, sehr oft Schilden gesagt. Ne? Habe ich wahrscheinlich. Komma 1. Einsetzen. Du dürftest hier nichts rausbekommen. Niantic. Das haut nicht hin. Ist egal. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Kleine Ruckler sind erstmal in Ordnung. So, ich schaffe nämlich hier noch eine Attacke. Ja, jetzt schenke ich einen her. Das ist mir bewusst. Aber auch nur, weil ich den zweiten Schild haben möchte. Dann ist es mir auch egal, wenn ich hier die Führung nicht hole. Ich bin mir nicht sicher, ob du runterfahren kannst. Du tust es nicht. Ich farme jetzt mit Mautzinger. Mautzinger und Energie ist vielleicht nicht verkehrt. Denn mit Schmarotzer sieht es nicht schlecht aus. Du hast dir den Wechsel geholt wie ein Schildvorteil. Bitte schaff keine Attacke mehr, denn das würde schon ein wenig nerven. Oder du schaffst noch eine. Nein, es geht sich wieder perfekt aus. Sauber, wir sind wieder gut Energie geladen. Was können wir anrichten? Au. Oh. Das ist natürlich sehr nervig. Das ist nicht cool, wenn ich ehrlich bin. Das heißt, wir machen das so. Drücken dir den Move, gehen raus. Dann sparst du deine Energie, dann kommt Mew. Das habe ich mir schon gedacht. Die Frage ist, ob du danach auf... Na, wie heißt es? Wie heißt es? Nitro-Ladung gehst, damit deine Sofortattacken mehr Schaden machen. Ansonsten werde ich hier mit Ice-Heap Sachen anrichten. Darf ich das schilden? Komme ich zu noch einer Attacke? Ich weiß nicht, wir lassen den mal durch. Oh, das war keine schlechte Idee, das durchzulassen. Falls ich hier noch einen Move schaffe... Ich habe zum Konter ausgeholt. Schaffe ich noch ein Dings? Ein Ice-Heap zu schaffen wäre schmackhaft. Komm schon. Tut mir den Gefallen. Bitte fahr mich nicht runter. So. Okay, das passt. Ich glaube, wenn du mich danach rausnimmst, kann ich dir einfach nur eine Attacke drücken. Und das war's, ne? Eine Sofortattacke, oder? Komm, ich darf nicht mehr angreifen. Fahr mich runter. Jetzt hier nochmal eine Sofortattacke. Bitte hab keine, bitte hab keine. Perfekt. Und dir drücken wir noch einen Nahkampf, haben noch ein Schild und das war's dann an der Stelle. Ich hol zur Attacke aus, perfekt. Wenn Niantic jetzt nicht sagt, nö, du darfst nicht einsetzen, sieht das super aus. Meteorologe den Schilden war. Ganz easy, Sekunde warten. Attacke raushauen. Mautzinger schließt schon wieder hier den Kampf. Perfekt, geht doch. Führung verloren, ja. Gegen ein Pokémon, das nervig ist. Wegen der sehr effektiven Sofortattacke. Aber wir haben ja zwei Antworten. Gegen... Ja, schwierig. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen gegen Geist-Pokémon, aber gegen ein Pokémon mit einer Geist-Sofortattacke. Zubiris wäre auch doof in der Führung. Ja, das ist ein Geist-Pokémon, aber da geht es auch wieder um die Sofortattacke. Und deswegen konnte ich hier auch getrost auf Schlurp, denn ich habe nun mal hinten zwei bessere Antworten dagegen. Und das ist spannend. Ich bin gespannt, wie viel sich hier machen lässt. Das ist eigentlich ebenfalls nicht gut. Wenn ich jetzt rausgehe, schwächst du mich einfach direkt, ne? Du gehst jetzt hier gleich einmal auf deine Attacke und schwächst mich ab. So, jetzt kommt hier das Anfallen, was wir getrost durchlassen. Der Nachteil in der ganzen Situation, du schwächst mich ab. Dadurch mache ich weniger Schaden, du kannst jetzt rauswechseln und mich mit was anderem nerven. Jo. Komm ich... Oh. Ich sollte hier zweimal Body Slam schaffen und dann muss ich aber auch schon wieder mit Meditalis zurück und gucken, was ich später reißen kann. Schön ist, dass wir hier ein Kampf-Pokémon rausgelockt kriegen. Schaff noch eine Attacke, Schlurpi, perfekt. Wenn das jetzt kein Schild gibt, dann bin ich mir nicht sicher, was jemals ein Schild ziehen soll. Sonst haben wir die Führung, glaube ich, oder überlebst du das? Oh, krass. Krass. Nervig. Aber wir holen hier zur Attacke aus. Ich bin mir nicht sicher, wenn du auf Kreuzhieb gehst, würde ich natürlich nicht mit Mautzinger reinkommen. Steinhagel, ja, ist in Ordnung. So, das Interessante an der Sache ist, wir haben jetzt einen Energievorteil. Ich weiß nicht, ob der mir erlaubt, vorher zum Ice-Heap zu kommen. So, du bist bei 1, bei 2, bei 3, ja, das gelingt mir. Wenn du blind auf Anfallen gehst, weil deine Energie noch nicht da ist, die kommt erst danach an. Das heißt, wenn du blind hier drauf gehst und einsetzt, du lochst leider nicht ein und gehst auch direkt. Du verziehst dich direkt, will ich hier die... Ah, ich will hier schaden, glaube ich, ne? Schwierig. Wisst ihr, was nervig ist? Er gewinnt mit Voltula sehr, sehr viele Gleichstände. Und das ist nicht gut. Ich werde das jetzt hier, glaube ich,
durchlassen. Ich bin jetzt dick abgeschwächt. Es macht für mich keinen. Es gibt keinen Grund, das hier nicht zu schilden, denn ich würde eh nicht noch einen erreichen. Und jetzt muss ich hier runterfahren, gar keine Wahl. Ich hätte hier nochmal ausholen sollen, das geschieht leider nicht. Du hast drüben eine Ladeattacke. Hoffentlich schaffst du nicht auch noch eine, bitte nicht. Sag mir nicht, dass wegen dem einen Konter, den ich nicht gekriegt habe. Okay, perfekt. Du hast noch keine zwei Attacken. Das heißt, zack, ich hole aus, perfekt, du schwächst mich ab. Und danach machen wir eine Sofortattacke, setzen dann ein. Das wird leider, glaube ich, nicht, das werde ich nicht schaffen, ne? Zack, einsetzen, wenn du jetzt direkt schildest, eventuell. Problem an der Sache, du brauchst danach noch eine Sofortattacke und dann solltest du deinen Lademove haben. Ne? Eins, App, das heißt, Ladeattacke kommt, Anfallen besiegt mich, Ladungsstoß auch und das konnten wir uns leider nicht mehr holen. Sehr ärgerlich, aber schönes Team von mir. Wirklich kein schlechtes Team. Was war nochmal ein anderes Pokémon? Voltula, Sumpex und was noch? Ich weiß es schon nicht mehr. Aber Voltula und, Voltula, Sumpex ist eine coole Kombination. Definitiv die Schwächen, die man mit Voltula aufweist, kann man sehr, sehr gut hinten abklären. Und die einzige Schwäche, die man mit Sumpex hat, die Pflanzenschwäche, kriegt man ebenfalls gut mit Anfallen im Griff. Spicy. Das hier ist erstmal in Ordnung. Wir könnten natürlich auch, wir gehen trotzdem mal raus, ne? Schlurp hat hier ein gutes Matchup. Und das hier gefällt mir eigentlich auch. Das hier gefällt mir eigentlich auch. Ich habe auch keine Lust mitzuzählen, Niantic. Echt nicht. Und ich hoffe, dass du nicht direkt mit meiner Blattgeißel rechnest. Komplett hier reinschilden, ist das was? Wäre das was? Denn du machst... Oh, gut. Denn du machst mit deinen Sofortattacken halt gar nichts, ne? Ich kann hier, glaube ich, getrost mal reinschilden und hoffe, dass das die Rückkehr ist. Bitte, geh. Schade, ich habe gehofft, du gehst bei der ersten Attacke direkt auf die Starke. Das ist uncool. Jetzt farmst du halt, ne? So, wenn das jetzt Rückkehr ist, würde ich das gerne schilden. Ja, ich bin bereit, zweimal zu schilden. Bitte, ach, komm schon. Nervig. Dann setzen wir jetzt hier mal ein, einfach die nicht effektive Attacke. Warum köderst du zweimal? Ich hätte beide sehr, sehr gut wegstecken können. Das wäre jetzt nicht das Thema gewesen. Egal, wir haben uns den Wechsel geholt. Mit 0, okay. Dann gehen wir hier raus. Zack, einfach mal ein bisschen spicy unterwegs sein. Lass mich vorher die Attacke drücken. Perfekt, wenn das ein Gleichstand war und ich den gewinne, haust du mich danach einfach mit deiner Aquahaubitze weg. Die Frage ist, wie sich das hier noch ausspielen lässt. Sehr, sehr schwer wahrscheinlich für mich. Du hast halt noch deine zwei Schilde. Interessant und nervig zugleich. Ich kann drüben auch einen Move überleben. Ein Himmelsfeger. Oh, Undercharge oder was? Sehr schlau von dir. Wirklich, wirklich schlau gespielt. Ah, kein schlechter Play, ne? Kein schlechter Play, mein Freund. Du wirst wahrscheinlich einen Überblick über meine Energie haben. Ich rechne eigentlich schon damit, dass du hier mit einem Köder rechnest. Ich baue auch gar nicht auf Blattgeißel auf. Und das weißt du, perfekt. Das ist doch wirklich perfekt. So, wenn das jetzt hier nicht Erdbeben ist, sondern eine Aquahaubitze, kommt danach direkt noch eine. Lohnt sich das Versuchen runterzufarmen? Nein, ne? Wahrscheinlich nicht. Zack, jetzt machst du das. Und ich würde dir empfehlen, danach direkt in Panzer Eron zu gehen, damit ich dich nicht runterfarme. Das sollte dein Play sein. Ich mache das natürlich auch. Zack, da kommt Panzer Eron, perfekt gespielt. Und das an dieser Stelle war es erstmal gewesen. Viel regeln kann ich hier nicht mehr. Ich kann hier auch eigentlich gleich direkt raus. Das wird nichts mehr. Hat er gut gespielt und ist sehr, sehr gut gegen mich aufgestellt. Denn, ja, das sieht gut aus. Das sieht wirklich gut aus. Du outspeedest mich halt in der Führung. Da habe ich nicht viel Spielraum, wenn wir mal ehrlich sind. Denn in der Führung gegen einen Sumpex ist nervig. Ja, Konter macht verdammt viel Schaden. Ja, sicher. Ordentlich sogar. Problem, du bist beim ersten Move mit 5 Sofortattacken und beim zweiten mit 4 und ich brauche 6 für einen Icy Bund. Das, oh, das nehmen wir. Ist das schön. Ich muss den Wechsel behalten, egal was kommt. So, ich meine, der Wechsel ist jetzt nicht so krass wichtig. Oh, was machen wir denn hier gegen? Bleibt man hier drin? Oh, ist das schwer. Ist das gerade schwer für mich? Schlurp ist, glaube ich, auch keine Option. Wir haben hier einen Energievorteil.
Eventuell bleibt man deswegen erstmal hier drin. Die Sofortattacken machen nicht so viel Schaden. Und Eroas auch nicht. Da kann man... Oh, sogar nur ein Schmarotzer. Ah, okay, das geht. Das geht erstmal klar. Die Frage ist, ob da hinten gleich noch ein Vulnona auf mich wartet. Ob das dieses besagte Team ist. Denn dann habe ich eh keine Lust mehr auf Meditalis. Deswegen würde ich mich hier eigentlich sogar ganz entspannt draufgehen lassen. Denn wenn das wirklich dieses Team ist, das schon seit Seasons bekannt ist, mit Empoleon und Grifeldis und Vulnona, ist das Latte. So, Wechsel wäre natürlich wichtig. Kann ich runterfahren? Bitte schaff nicht noch eine Attacke. Okay, ich setze jetzt hier ein. Ich habe keine Lust, dass du mich wegfarmst. Das Schwierige ist, womit kämpfe ich mit Vulnona? Wog ich... Oh! Ja, krass. Im Endeffekt ist mir das Latte. Das ist mir jetzt echt egal, wie wir das hier ausspielen. Wirklich jetzt. Ich habe einen Schildvorteil, das nehmen wir. Und wir farmen hier mit den Sofortattacken runter, mit den Geistattacken. Perfekt. Kommt Vulnona wieder rein? Würde ich begrüßen. Empoleon würde ich auch begrüßen. Zack. Einfach den ersten Move gleich schilden, der jetzt kommt. Oh. Schwierig, aber wir gehen natürlich mit dem Schild rein. Aquahobitze wollen wir nicht durchlassen. Geht man denn jetzt direkt auf den Nahkampf? Wir machen noch eine Sofortattacke. Zack, drücken den dann. Die Frage ist, ob wir dann ein Schild ziehen. Wir haben hier noch einen kleinen Energievorteil. Wenn du das durchlässt, gehen wir rüber. Wenn du das schildest, gehen wir auch rüber. Zack, rüber. Und gehen hier rein. Das sieht erstmal nicht verkehrt aus. Wir können hier ruhig eine Attacke wegstecken. Und drüben haben wir jetzt auch nicht die Probleme. Du hast den Attacke gesaved. Gar kein Thema. So, jetzt setzen wir hier ein. Ich dürfte dir keine Attacken schenken. Perfekt. Ich habe einen guten Energievorteil und das sieht nicht verkehrt aus. Ich glaube nicht, dass wir das hier noch verlieren. Ich will mich natürlich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. So, ich schenke dir jetzt einen Zug. Perfekt. War aber beabsichtigt, denn ich will hier einfach die Attacke rauskriegen. Das ist mir eigentlich gerade echt egal. Ich würde hier eh alles durchlassen. Schild für Mautzinger und das passt. Hier nochmal ein bisschen farmen. Farmen, farmen. So. Du setzt ein, das ist immer noch vollkommen in Ordnung. Denn du hast drüben keine zwei Attacken. Zack, ich könnte, kann ich runterfahren? Ah, du spielst das nicht schlecht, mein Freund. Du spielst das nicht schlecht, ich brauche aber nur noch eine Sofortattacke. Oh, sogar zwei. Ist aber nicht schlimm. Bitte hol aus. Kleines Tierchen, perfekt. Einfach den Nahkampf, wir haben noch ein Schild und den Sack konnten wir zumachen. Deswegen war mir Meditalis auch nicht so wichtig. Denn ich hätte keinen Bock gehabt, mit Meditalis gegen Vulnona zu kämpfen, weshalb ich auch drin geblieben bin gegen Grifeldis. Es ist immer ein guter Vorteil, wenn man die Teams der Gegner kennt. Und deswegen konnten wir das hier schön nach Hause holen und das auch gut auf Safe spielen, ohne dass wir jetzt hier dick Probleme hatten. Geronimans nehmen wir mit, geiles Teil. Habe ich einen 100er, würde ich sogar eventuell gerne mal in der Meisterliga zocken. Das hat geile Attacken. Ich meine Steinhagel und Nahkampf, glaube ich. Das da mit Flügelschlag müsste ich mal ausprobieren. Und wir sind dann auch eine extreme Wand gegen Giratina, ne? Ich glaube, das kommt nächste Season in der nächsten Rotation. Oder vielleicht sogar im Premier Cup Classic. Ich bin mir nicht sicher. Ich muss mal gucken, ob ich genug Bonbons habe. Ich habe nämlich keine Lust, da Sonderbonbons reinzustecken. Okay, es sieht super aus. Es sieht... ich habe sogar 200er und jetzt ein 96er. Das sieht sehr, sehr gut aus, dass man das mal zocken kann. Und ich hoffe, dieses Team und dieses Video hat euch gefallen. Gerne natürlich Feedback in die Kommentare und wir sehen uns ganz entspannt morgen wieder. Haut rein und ciao.